Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich wollte euch ja immer noch meine gehörten Bücher im Mai vorstellen. Der Hintergrund ist jetzt nicht ganz so optimal, weil ich jetzt noch heller wirke, aber ich kriege es ansonsten hier nicht hin. Die Kinder sind im Wohnzimmer, im Esszimmer ist es zu noch heller und deswegen machen wir das jetzt mal hier. Also achtet nicht so sehr auf mich, sondern mehr auf die Bücher. ich habe 7 Bücher gehört und ich fange mal mit dem an, was mich am wenigsten begeistern konnte. Und zwar war das von Camilla Läckberg und Henrik Fexeus, Schwarzlicht. Das ist der neue, also das ist der Auftakt einer neuen Reihe aus dem Knauer Verlag, ist ein Kriminalroman. Und hier ging es um die Stockholmer Kommissarin Mina Dabiri, die mit einem neuen Fall konfrontiert wird. Und zwar wurde eine Leiche in einem von Schwertern durchbohrten Kiste gefunden, so wie so ein Zaubertrick halt, so wirkt es zumindest. Und sie holt sich Hilfe von dem Mentalisten Vincent, was ich schon so ein bisschen unrealistisch fand, weil Polizei befasst sich ja immer nur mit Fakten und das fand ich halt so ein bisschen komisch. Ja, die beiden arbeiten dann zusammen, was auch nicht gerade bei den Kollegen von Mina gut ankommt. Die verstehen das nämlich auch nicht, warum sie so einen Mentalisten dazu nimmt. Und ja, es tauchen dann im Verlauf noch mehrere Leichen auf. Also handelt es sich hier um einen Serientäter. Anfangs fand ich es wirklich spannend und fesselnd, aber es wurde irgendwie immer langatmiger, sodass ich dem Ganzen dann noch 3,5 Sterne gegeben habe. Dann habe ich gehört von Petra Johann, der Buchhändler. Das hat mir richtig gut gefallen. Das hat 4,5 Sterne bekommen. Ich habe jetzt leider gerade gar nicht die Namen da. Auf jeden Fall ging es um einen Familienvater, der gerade von seiner Frau und seiner Tochter getrennt ist und in dem Ort neu anfangen möchte, wo er jetzt eine Buchhandlung aufmacht. Und kurz danach kommt es aber dazu, dass ein Mädchen verschwindet. Auch noch die Tochter von dem Mann, mit dem er sich gerade angefreundet hat. Ja, und alle suchen halt nach diesem Kind. Und dann kommen bei den Ermittlungen auch Geheimnisse von ihm zutage, die auch zum Teil der Grund dafür sind, warum er von seiner Familie getrennt ist und warum er ganz woanders einen Neuanfang machen will. Und die Polizei glaubt auch an seine Unschuld, aber er hat halt mit dem Ort dann zu kämpfen, wo er eigentlich neu anfangen wollte. Ich fand das Thema sehr interessant. Ich möchte da jetzt gar nicht näher drauf eingehen, weil ich anfangs mit dieser Thematik gar nicht gerechnet habe. Es war auf jeden Fall sehr fesselnd, sehr spannend, wie man das von Petra Johann halt kennt. Kann ich euch absolut empfehlen. Hat 4,5 Sterne von mir bekommen. Dann habe ich gehört, den dritten und abschließenden Teil der Polizeiärztin-Reihe von Helene Sommerfeld von Magda Fuchs, Das Leben, ein wilder Tanz. Wie gesagt, der dritte Teil dieser Trilogie. Ich mochte die Reihe ja sehr gerne, nicht so gerne wie die Ärztin von Helene Sommerfeld, aber durchaus empfehlenswert. Und hier sind wir mittlerweile in 1924 angekommen in Berlin. Viel möchte ich jetzt auch gar nicht erzählen, weil sonst spoilere ich ja euch für die anderen Teile. Auf jeden Fall ist Magda ja Polizeiärztin und trifft auf einen neuen Fall. Eine schwer verletzte Frau, die kurz darauf stirbt. Und es kommt heraus, dass sie eigentlich sehr wohlhabend ist, was in den Kreisen von Magda ja sonst nicht so der Fall ist, weil Magda sich ja auch viel mit Armut befasst und ja. Und diese ist aber eine Bekannte von der Rechtsanwältin Jessen, mit der Magda schon öfters zu tun hatte. Und ja, ich fand es wieder sehr interessant. Ich fand, es war aber für mich auch der schwächste Teil der Reihe.
hat jetzt 4 Sterne bekommen, aber dennoch empfehlenswert. Und ja, ich habe die Reihe gerne verfolgt. Dann komme ich jetzt zu 2 Teilen, die, muss mal gerade eben gucken, welches noch der erste Teil war. Das müsste dieser, ja. Das waren 2 Bücher von Emma Scott. Ich will aber noch mal eben schauen, wie ich die bewertet habe. Da bin ich mir jetzt gerade gar nicht so sicher. Meine 4 Sterne. Ja, beides 4 Sterne. Und das war zum einen Bring Down the Stars von Emma Scott und Light Up the Sky von Emma Scott. Und das ging hier um die College-Studentin Autumn. Sie ist mit Connor zusammen. Und ja, der ist sehr stark befreundet mit Weston. Und Connor weiß halt, dass Autumn sehr gerne Gedichte mag und lässt sich dann von seinem besten Freund die Briefe und Kommunikation von ihm machen, weil er halt hofft, damit Autumns Herz zu begeistern oder zu gewinnen. Und ja, es wird dann alles noch sehr dramatisch im Verlauf dieser 2-teiligen Geschichte. Und bei Connor ist es auch so, er will seinen Vater immer beweisen, dass er es wert ist, sein Sohn zu sein. Das spielt später auch noch eine Rolle. Und bei Weston ist es aber so, er war von Anfang an eigentlich in Autumn verliebt, hat aber seinem Freund zuliebe zurückgesteckt, weil er dem viel zu verdanken hat und seiner Familie. Das spielt alles auch noch eine große Rolle. Ich kann euch hier jetzt nicht allzu viel verraten, weil ich euch einfach nicht ja, die Spannung sozusagen nehmen möchte. Es war auf jeden Fall wieder eine Geschichte fürs Herz, auch wenn es mir gerade im zweiten Teil manchmal ein bisschen zu dramatisch war. Also ja, ich konnte da teilweise auch Connors Gedankengänge nicht nachvollziehen. Und aber insgesamt war es eine schöne Liebesgeschichte mit 4 Sternen, die ich nichtsdestotrotz empfehlen kann, wie immer bei Emma Scott eigentlich. So, und dann haben wir noch 2 Bücher. Das eine war von Anne Stern, der Auftakt der neuen Reihe, beziehungsweise ich habe hinterher festgestellt, das ist wohl eines ihrer ersten Werke, die jetzt neu aufgelegt wurden, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Und zwar ist das der erste Teil der Reihe Auguste, die Frauen vom Karlsplatz von Anne Stern. Und das Ganze spielt in Lichterfelde 1892. Hier geht es, wie gesagt, um die junge Auguste. Sie ist in die neu gegründete Villenkolonie im Süden Berlins gezogen. Sie soll dort eine höhere Mädchenschule besuchen, wie das ja zu den Zeiten üblich war, um sich sozusagen auf die Rolle als Ehefrau einzustellen. Und sie freundet sich mit der Unternehmertochter Lotte an. Und Lotte ist eher so ein Freigeist. Und ja, sie rebelliert halt sehr viel und Auguste soll dann verlobt werden und dann überschlagen sich die Ereignisse. Ich muss sagen, ich kenne Anne Stern ja schon von Fräulein Gold und mir hat Fräulein Gold doch ein bisschen besser gefallen. Dieses hier war schon sehr, ja, wie soll ich sagen, sehr speziell geschrieben, also so wie es halt früher auch war, aber es gibt ja historische Romane, wo man das nicht ganz so merkt, dass das so sehr in Anführungsstrichen spießig ist. Und hier ist das halt ein bisschen mehr rausgekommen. Ich hoffe, ihr wisst jetzt, wie ich das meine. Ich weiß noch nicht genau, ob ich die Reihe jetzt weiter fortsetzen werde. Es konnte mich nicht so begeistern wie andere Bücher im historischen Bereich. Hat jetzt 4 Sterne von mir bekommen. Ja, und dann habe ich noch einen spannenden, fesselnden Thriller gehört. Und zwar von Sam Lloyd, Sturmopfer. Ein Boot, 3 Vermisste, eine fatale Entscheidung aus dem Rowohlt Verlag.
Sam Loyd kennt man ja, ich glaube, von Mädchen, ja, der Mädchenwald. Und ja, ich war hier sehr gespannt drauf. Ich bin gefragt worden, ob ich das Buch gerne lesen möchte. Ich habe es dann halt gehört. Kann ich euch auch als Hörbuch gerade sehr gut empfehlen. Es ging hier um Lucy und Daniel. Sie führen ein glückliches Leben mit ihren beiden Kindern, bis Lucy erfährt, dass Daniel mit dem Boot rausgefahren ist, trotz Sturm, und vermisst wird. Und er wird dann auch kurz Zeit später verletzt gefunden. Nur stellt sich dann heraus, dass er die beiden Kinder mitgenommen hat. Sie hat vermutet, dass ihr Sohn in der Schule ist und ihre Tochter beim Studium, und ist völlig verzweifelt, dass jetzt auf einmal ihre Kinder mit auf dem Boot sein sollten und jetzt natürlich auch vermisst werden. Ja, und dann gibt es noch so Kapitel, ich muss mal eben gerade gucken. Ihr wisst ja, mein Gedächtnis ist da immer nicht ganz so gut. Es geht nämlich auch immer noch mal wieder um den Geschäftspartner von Daniel, den Lucy dann auch zwischendrin im Verdacht hat, etwas damit zu tun zu haben, denn sie versteht einfach nicht, wie Daniel das machen konnte. Das passt einfach gar nicht zu ihm. Und ja, dann spielen da aber später noch ganz andere Sachen eine Rolle, die ich euch jetzt natürlich nicht vorwegnehmen möchte. Aber ja, es ist absolut dramatisch und ja, dadurch halt sehr spannend. Ja, also Lucy muss schon einiges mitmachen, muss man hier ganz klar sagen. Also sie erfährt einige Sachen, die wirklich schwer zu verkraften sind. Und aber ich fand es sehr spannend, hat deshalb auch 4,5 Sterne von mir bekommen und kann ich euch absolut empfehlen. Und ja, das waren meine 7 Hörbücher. Kennt ihr schon eines der Bücher? Würde mich sehr interessieren. Und ja, jetzt fehlt ja noch mein Neuzugänge-Video für Mai. Und aber ihr wisst ja, im Moment hält sich das noch einigermaßen bei mir in Grenzen. Und ja, das werde ich euch noch, ja, wie heißt es? Das Video werde ich euch auch noch aufnehmen und ja, ich hoffe sehr, dass euch das Video gefallen hat. Wenn ja, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen, auch wenn es jetzt etwas überbelichtet war. Ich hoffe, das nächste Video wird dann wieder ein bisschen ansprechender und ja, ich würde mich sehr über neue Abonnenten freuen. Ich bin ja jetzt endlich mal auf der 700er Spur in Richtung 700 Abonnenten. Und ansonsten hoffe ich, sehen wir uns auch im nächsten Video. Bis dahin, tschüss.